dieser Leinwand und das heißt, alle Performances, die wir gemacht haben, sind darauf verzeichnet, auf dieser Leinwand. Ist es immer auf der gleichen? Es ist immer die gleiche Leinwand. Genau, die wird dann am Ende nochmal wieder etwas geweißt und dann kommt immer wieder der nächste Ablauf wieder drauf. Irgendwann kannst du die Farbe einfach so. Irgendwann kann man es als Wand. Ja, ein Fresko. Ja, ein stehendes Fresko. Ja. Ja, danke Anna, dass du vor deinem Konzert zu der letzten Mal wirklich gemacht malst und Musik. Und dann habe ich das erst mal gedacht, so, jetzt kann ich irgendwie Kandinsky nachvollziehen. Weil man sagt ja auch, er hat Musik gemalt in diese ganzen Formen. Und als du dann mit der Musik quasi mitgegangen bist, ne, mit den Höhen und den Tiefen, das hat so Sinn gemacht. Irgendwie, es hat einfach so Sinn gemacht. Doch, und das ist toll. Anders. Nee, aber das ist toll, weil es natürlich. Das ist ein bizarrer Prozess, weil es in dem Moment so logisch ist, aber die Herausforderung wäre dann, das irgendwie so logisch und gleichzeitig so eigenständig zu entwickeln, dass es auch ohne die Musik noch ein Bild ist. Ja. Can I take you there? I can't get you out of my mind. It's like I feel it for. Ich wollte ein Wort eröffnen. Als ich nach Kassel gekommen bin, vor ungefähr 2,5 Jahren, habe ich gemerkt, eine Wohnung reicht nicht, es muss einen anderen Ort geben. Zum einen einen Ort, an dem ich selber künstlerisch arbeiten kann und zum anderen auch einen Ort, der irgendwie Schnittstelle ist, soziale Schnittstelle, der niedrigschwellig funktioniert, wo Kunstbegegnung und menschliche Begegnung funktioniert. Und ich habe überlegt, welches Konzept diese Haltung vermittelt. Und irgendwie erstmal denkt man bei Kunstorten an Atelier, dachte ich, ja, ich will da selber arbeiten, aber das ist nicht alles. Galerie.